Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Ja, wow. Ich bin immer noch so ein bisschen... Wie kann man es nennen? Ich weiß es nicht. Überwältigt. Vom Institut. Was? Ah. Ach so, das ist... Oh, wir sind direkt ins Chance-Quartier gefahren, okay. Und da steht er immer noch. Gut, hier waren wir ja schon. Ja, ich bin immer noch etwas überwältigt von der ganzen Geschichte hier. Mit dem, wie wir hier empfangen wurden. Bioscience. Damit, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, womit ich gerechnet habe, aber ich glaube nicht, dass ich so wirklich hier mit gerechnet habe. Auch nicht mit der Geschichte, die uns da empfangen hat. Da sind wir nicht auf dem Balkon gewesen. Sehe ich das richtig? Das ist doof. Weil wir gesehen haben, dass da durchaus mal auch was liegen kann, was wir gerne hätten. Gut, dann gehen wir mal in die Biowissenschaft. Ist Dr. Lee hier? Die Frage ist, wir haben ja jetzt die Railroad Transmitter-Geschichte gespielt. Jetzt ist die Frage, können wir mit Dr. Lee irgendwas anfangen? Wobei, was sollte ich sie zur Bruderschaft schicken? Schiebetüren öffnen? Was haben wir denn hier? Gar nichts. Mit denen können wir nichts anfangen. Schüle. Auch wieder so ein Lagerraum. Okay. Was ist das für eine Tür? Eine Tür in der Tür. Boah, das ist aber verschachtelt hier. Ja, ich nehme die Sachen jetzt einfach mal mit. Eine Kehrmaschine. Das ist ein Besen. Das ist keine Kehrmaschine. Okay. Den habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Wow! Nein, bevor die runterfallen. Ich rette euch. Kauterisierer haben wir auch schon. Rekorder. Das ist... Ich bin... Wow. Also ich bin sehr, sehr angetan. Auch von der Aufmachung des Instituts. Wie schön. Okay, ist einfach nur ein... Wobei, im Grunde genommen können wir alles mitnehmen. Wir können es auch hier mal wieder verkloppen, ne? Also davon mal abgesehen, wir können den Mülleimer, ihren eigenen Kram immer wieder verkaufen. Also, weißt du was? Sind wir noch mal nicht so geizig. So, hier geht's dann wieder zurück, oder wie sehe ich das? Aber das sind... Das sieht aus wie... Wie Pflanzen, die ich mir auf der Fensterbank stelle oder sowas. Das sieht jetzt nicht gerade aus wie eine Nutzpflanze oder so. Gucken wir hier nochmal weiter. Was ist das? Was? FEV-Labor entsperren Einsteiger. What? Okay, komm, Einsteiger. Schloss. Das kriegen wir wohl hin. Das wär's. Ui, mit Ladebildschirm, alles klar. Ich wollte mich doch eigentlich noch weiter umgucken. Das ist auf jeden Fall so groß und so... hier sieht es aber ein bisschen anders aus. Okay, was? Das sieht jetzt nicht mehr so vertrauenserweckend aus. Wobei ich nicht weiß, inwiefern ich dem Institut vertraue. Wie gesagt, Sean ist anders aufgewachsen als... Ist das ein Synth? Ja, als er durch uns auch mit uns wahrscheinlich aufgewachsen wäre. Er ist im Sinne des Instituts erzogen worden. Funktioniert die noch? Oh, das war die Tür. Das war doof.
Die lassen wir mal auf, vorsichtshalber, ne? Was ist denn hier passiert? Zumal es alles verschlossen gewesen ist. Okay. Also wird er auch im Sinne des Instituts handeln. Gut, man hat anhand seiner Aufzeichnungen und dem, was er teilweise gesagt hat, merkt man schon, dass ein Teil von ihm das ja nicht gut heißt, was da passiert ist und keine Ahnung was. Aber er ist natürlich im Sinne des Instituts groß geworden. Das Trinkglas sieht sauber aus, aber der Rest irgendwie wiederhergestellter Ventilator. Was? Das ist die Tür, okay. Dann ist man ja richtig eingesperrt in dem Ding. Mag mir nicht so wirklich gefallen. Ich bin gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet. Am besten zwischendurch mal ein bisschen speichern. Und das Institut selber, er ist ja in Anführungsstrichen zwar Vater und der Direktor, aber es gibt ja auch andere Abteilungsdirektoren und wenn die anderer Meinung sind, zum Beispiel dieses SEB-Zentrum oder sowas, dann kann Sean uns wohl nichts beschützen. Also von daher bin ich da sehr, sehr misstrauisch. Oh! Okay. Auf was sind die denn programmiert, die Geschütze? Und wer hat sie programmiert? Frage ich mich jetzt gerade. Autsch. Also Geschütze sind hier überall. Und auf was sind die eingestellt? Au! Da muss ich aufpassen, weil da bewegt sich was. Was bewegt sich denn da? Kampfbereitschaft aufgerufen. Synths. Warum sind hier Synths eingesperrt? Au, das ist mein Blut, ne? Shit. Die sind doch irgendwo dahinter. Warum sind denn hier Synths eingesperrt? Ich will mal um die Ecke gucken, geht aber nicht. Ah, die sind mit Vorräten. Zins brauchen keine Vorräte. Was ist das hier? Okay. Wir können beides machen. Das ist, glaube ich, egal. Dann können wir die auch aufschließen. Cool. Ja, Licht lasse ich jetzt einfach mal an. Ich weiß, dass wir ein Standard zu entdecken sind. Was ist das? Was? Zweckenhammer? Okay. Maurerhammer. Schraubenschlüssel. Bin so ein bisschen irritiert. Weil jetzt habe ich gerade so angefangen, ein bisschen das Institut zu erforschen. Und jetzt kommt hier wieder was ganz anderes. Moment mal. Ach doch, ein Aggressotron. Ein Aggressotron. Interessant. Na, wir nehmen erstmal alles mit. Muss ja meinem Ruf gerecht werden. Hakenrohrzangenmod. Das ist. Weiß ich nicht, warum sind hier Mods? Halt. Das nehme ich natürlich gerne alles mit. Dreifachwerkzeug. Zimmermannshammer. Was ist das hier?
Das ist doch keine Abstellkammer. Das sieht irgendwie aus wie ein vergessener Teil des Instituts. Jet? Und warum wird der hier bewacht von einem Aggressotron und von den ganzen Geschützen? Hier ist ja alles drin, um theoretisch bewohnt zu werden. Aber das sieht so aus, als wenn es hier nicht mehr bewohnt wird. Aber warum wird es dann noch bewacht? Das ist die große Frage. Speichern nicht vergessen. Geschütze. Da ist eine Falle. Keine Geschütze. Da liegt eine tote Katze. Warum liegt da eine tote Katze? Sowas kann ich nicht leiden. Echt jetzt? Ah, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Oh, liegen hier tote Katzen. Das liegt noch eine tote Katze. Hauskatze, Katzenfleisch. Katzenfleisch, was? Nein. Ich liebe Katzen. Da liegt noch eine tote Katze. Warum liegen hier tote Katzen? Also Katzenfleisch nehme ich nicht mit. Nein. Nein, definitiv nein. Nehme ich nicht mit. Ich weigere mich. Hier wäre es doch prädestiniert dafür, technische Dokumente zu finden, oder? Institutslaborkittel. Hier liegen die schwarzen Institutslaborkittel und Waffen. Das ist tolles Geräusch, ne? Können die noch ein paar Mal machen hier. Das klingt, als wenn links und rechts Geschütze wären. Das ist nicht so gut. Da oben. Da hinten ist noch eins. Ja, ja, ich habe dich wohl gesehen. Ja, schieß du mal. Hauptsache, du triffst mich nicht. So, das ist weg. So, du bist auch weg und links müsste auch noch eins sein, wenn ich das richtig gehört habe. Jawohl. Dann werden aber noch mehr sein. Ich höre noch eins. Da nicht mehr, da nicht mehr. Okay, was sind das für Kammern? So ganz nackt, hier ist nichts drin. Keine Ahnung. Das FEV-Dings, ne? FEV ist der... Geschafft. Genau, das wollte ich gerade sagen. FEV ist der Virus, mit dem die Supermutanten erschaffen wurden. Warum tote Katzen? Spielzeug und tote Katzen. Aber die Supermutanten haben nicht die Katze gefressen, würde ich mal so sagen, oder? Supermutanten und Katzen. Was hat das mit den Katzen auf sich? Ist das eine Anspielung auf irgendetwas, was ich nicht verstehe, oder wird das noch erklärt? Das sind immer so Sachen... Hui, da ist das andere Geschütz, alles klar. Warte. Gut. Geschütze sind weg. Schade, dass wir hier keinen Begleiter mitnehmen durften. Piper hätte sich gefreut. Die wäre richtig ausgerastet bei den ganzen Schlössern, die ich hier knacke. Wie schön. Kate, glaube ich, auch. Katzenfleisch. Was ist das? Katzenfleisch und Supermutanten.
Nee, die scheinen diesmal nichts zu bedeuten. Manchmal kann man ja Wörter entziffern bei den Dingern. Das ist Nonsense. Ey, komme ich da jetzt echt nicht dran? Moment. Da war es eben ganz kurz. Halt. Jetzt, okay. Das ist das Ding da oben, ne? Die Tesla-Spule. Den kann ich auch nochmal entschärfen. Sehr gut. Was ist das hier? Das ist ja total unheimlich. Und überall die erledigten Zins. Das sind Gen 1 Zins. Aber der FEV wurde doch schon... Wurden die nicht schon vorher erschaffen, bevor die... Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, was die Geschichte anbelangt, aber wurde der FEV-Virus nicht schon vorher ausgetestet? Und das sind aber Gen 1 Synths. Also von daher... Im drin. Wow! Ja gut, die Turmsteuerung. Wenn ich bis hierhin gekommen bin, dann brauche ich die jetzt auch nicht mehr auszuschalten. Tür öffnen. Gut, nicht vergessen. Es sei denn, hier sind noch mehr Türme. Das kann natürlich sein. Von der Seite auch? Ist das der gleiche? Tatsächlich. Okay. Ach du Scheiße. Gut, was habe ich erwartet, ne? Klar, wurden die hier erschaffen. Das sieht auch alles so nach Kampf aus, würde ich jetzt so vermuten. Ja. Die Menschheit schafft sich ihre Feinde doch immer selber, oder? Brian Virgil, persönlicher Eintrag 0176. Persönliches Logbuch. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Meine Anträge, das FEV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach? Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also... gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben, wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Vater. Mhm. Hier spricht Dr. Elliot und das ist der offizielle Bericht der Abteilung Biowissenschaft für das Direktorat. Wir schreiben den August 2178. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Ernte die Erwartungen übertroffen hat. Die Ernte. Wie bisher jedes Jahr, seit ich diese Position übernommen habe. Auch ansonsten ist hier alles in bester Ordnung. Bis auf eine Ausnahme. Dr. Frederick hat mich darüber informiert, dass das Direktorat Forschungen an Proben des FEV genehmigt hat, die sich bereits im Besitz von Dr. Frederick befinden. Ich will die Entscheidungen des Direktorats natürlich nicht in Frage stellen. Das wisst ihr alle. Ich will auch nicht wissen, woher diese Sache kommt. Aber, nun ja, die Angelegenheit ist doch bedenklich. Möglicherweise sogar gefährlich.
Ich werde alles tun, um die Risiken zu minimieren. Aber ich hoffe sehr, dass allen die möglichen Konsequenzen bewusst sind. 2100. Da ist das experimentelle Serum. Terminal, sagt er uns noch ein bisschen mehr. Direkte Überbrückung. Status der Person. Person CM151. Grunddaten männlich, Mitte 30, mangelhafter Gesundheitszustand. Resultate nach Beginn konform mit Standardresultaten. Status der Person entsorgt. CF224. Grunddaten weiblich, Mitte 30, mäßiger Gesundheitszustand. Resultate nach Beginn konform mit Standardresultaten. Schnelle Verschlechterung des körperlichen Zustands. Status der Person verstorben. CM153. Männlich, Anfang 30, mäßiger Gesundheitszustand. Resultate nach Beginn, körperlicher Zustand konform mit Standardresultaten, geistige Kapazitäten leicht überdurchschnittlich, Status der Person markiert, entsorgt. CM092. Männlich, Ende der 20er, überdurchschnittlicher Gesundheitszustand. Resultate nach Beginn, schnelles Nachlassen der geistigen Kapazität, anormale körperliche Resultate, Status der Person terminiert. CF199, weiblich, Anfang 20, mäßiger Gesundheitszustand. Resultate nach Beginn, schnelles, exzessives Wachstum, Aggression deutlich über normalen Parametern, Status der Person terminiert. CM187, männlich, Mitte 30, mangelhafter Gesundheitszustand. Resultate nach Beginn, nicht schlüssig. Status der Person terminiert. Anmerkung, Person unbeabsichtigt terminiert, während Vorfall V oder 5. Daten sollten aus künftigen Berichten gestrichen werden. Versehentlich terminiert. Ach so, das CM ist dann immer Male und Female, ne? Alles klar. 203, weiblich, Anfang 30, mäßiger Gesundheitszustand, Resultate nach Beginn nicht schlüssig. Status der Person terminiert, ebenfalls unbeabsichtigt terminiert. Okay. Projektstatus unbegrenzter Scheintod. Fortschrittsberichte. Was? 2277. 7.10. Das ist aktuell. Dann geht's wirklich, also dann ist Vater wirklich Vater in dem Schrägstrich Sean und nicht. Ich hatte eben gerade überlegt, ob das Institut immer von einem Vater mehr oder weniger angeführt wird. Und der nur wechselt, aber in dem Fall ist das, glaube ich, tatsächlich unser Sean. 7.10.2277. Eintrag von Cyberson C. Anmerkung. Letzte Testrunde beendet. Ergebnisse alle innerhalb der erwarteten Parameter. Habe Dr. Zimmer direkt informiert, da er die Tests persönlich angeordnet hatte. Schien unzufrieden mit den Ergebnissen. Bin mir nicht sicher, was er erwartet hat. Wollte keine Angaben darüber machen, warum er die Tests überhaupt durchführen wollte. Aha. Also irgendwas Geheimes oder Ungenehmigtes. 4.10. Aber 2286. Eintrag von Virgil B. Anmerkung. Ich habe nach Dr. Cyversons Tod nun offiziell die Führung des Projekts übernommen. Die aktuellen Testpersonen zeigen ähnliche Resultate wie die Versuche der letzten 5 Jahre. Keine statistischen Abweichungen. Die synthetischen Organe funktionieren weiterhin gut. Die Notwendigkeit zusätzlicher Tests bleibt weiterhin unerklärt. Die wollen tatsächlich Menschen mit Synthetik verbessern oder wollen sie Syntheten mit Menschen verbessern? Oder wollten? Nein, wollen sie wahrscheinlich immer noch. 2.10.2287. Virgil B. Anmerkung. Nichts Neues, immer das Gleiche. Habe förmliche Beschwerde beim Direktorat eingereicht. Diese Tests liefern uns keine brauchbaren Informationen. Das Bio-Projekt wurde vor Jahrzehnten ausgelagert. Warum bestehen wir darauf, das fortzuführen? Redigiert. Eintrag von Direktüberbrückung AZ99. Anmerkung redigiert. Alle Anfragen zum Projekt sollten nun direkt an den Direktor gehen. Das Labor ist bis auf Weiteres stillgelegt. Was verfolgt Sean? Ich mag ihn nicht wirklich Vater nennen. Das kommt irgendwie. Was verfolgt er? Und ihm scheint eine Menge daran zu liegen, dass wir sein 10-jähriges künstliches Ich
gut finden. Oh, nochmal Forschungsunterlagen? Hier spricht Dr. Elliot und dies ist der Bericht für die Abteilung Biowissenschaft. März 2224. Wir haben gerade eine weitere Lieferung Testsubjekte erhalten. Okay. Aber wie ich bereits zuvor berichtet habe, kommen wir derzeit nicht weiter. Mehr desgleichen wird uns auch nicht helfen. Die beiden vielversprechendsten Stränge des FIV wurden optimiert, aber das reicht noch immer nicht. Ich gebe hier noch einmal offiziell die Sicht des gesamten Teams wieder. Um Fortschritte bei der Forschung zu synthetisch hergestelltem organischem Material zu machen, müssen wir neue Wege beschreiten. Weitere Testsubjekte aus dem Commonwealth helfen uns nicht weiter. Wir haben immer wieder dasselbe Problem. Zu viel Strahlung. Wir brauchen etwas Neues. Es gibt einen Vorschlag, den wir demnächst vorstellen werden. Ich fühle mich dabei nicht ganz wohl, 2024. Aber es scheint die aussichtsreichste Lösung zu sein. Oh nein. Und das war, daraufhin haben die uns Sean weggenommen. Nate getötet, Sean uns weggenommen und uns unserem Schicksal überlassen. Wow. Okay. Experimentelles Serum. Bringe das Serum zu Virgil. Und hier kommen wir wieder raus. Ich bin gespannt, wo wir da rauskommen in die Biowissenschaft. Ach was. FEV Laborzugangsterminal. Das FEV-Labor ist ein potenzieller biologischer Gefahrenbereich und wurde versiegelt. Zu diesem Teil der Einrichtung ist der Zutritt verboten. Anfragen nach weiteren Auskünften können in dreifacher Ausführung in unsere Datenabteilung gesendet werden. Ja, wir deaktivieren. Na, ich wäre jetzt hier wieder raus. Hier sind überall die Pflanzen. Ja. Dr. Holdrins Synth-Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Synth-Gorilla? Okay. Wer bist du? Guten Tag. Wissenschaftler des Instituts. Hi. Drei Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? Drei. Okay. Gibt es hier irgendwie noch Informationen für mich, die ich mitnehmen kann oder sowas? Wir gucken uns mal um. Okay. Da sind wir rausgekommen. Brandon Folkert. Hatten wir schon mit dir geredet, Brandon Folkert? Ja, ignoriere mich. Du musst dich anstrengen, um jemanden hier unten zu beeindrucken. Rosalind ist intelligent und schön zugleich. Wenn sie mich doch nur beachten würde. No, überall die gleichen Probleme. Es ist schwer, sich abzuheben, wenn man von Genies umgeben ist. Okay. Ja, vor allen Dingen, wenn alle Genies sind, ne? Dr. Carlin leistet faszinierende Arbeit mit unseren genmanipulierten Pflanzen. Okay, Clayton Holdren. Doktor? Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holdren. Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Ja. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine kurze Übersicht über unsere Arbeit geben. Nein. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Mhm. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Die Gorillas sind nicht echt? Was ist überhaupt mit den anderen Tieren passiert? Die Gorillas sind auch Synths? Das sind sie. Nach deiner Reaktion zu urteilen, haben wir sie ziemlich lebensecht hinbekommen. Die Initiative ist noch in ihrer Frühphase, aber die Aussichten sind spannend. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen, aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Warum
Warum wollen die das wissen und wofür brauchen die uns? Wir sind kein Wissenschaftler. Ich komme von draußen. Wäre hier überhaupt Platz für mich? Selbst wenn Wissenschaft nicht dein Ding ist, gibt es viele Möglichkeiten der Mitarbeit. Manchmal brauchen wir einen Agenten, der an der Oberfläche Beobachtungen anstellt und Informationen sammelt. Wie ich hörte, bist du furchtlos und einfallsreich. Ich glaube, du wärst ideal für diese Art von Aufgabe. Warum umschmeicheln sie alle so? Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Habe ich Fragen? Brauchst du Hilfe? Ja. Kann ich vielleicht was für dich tun? Möglicherweise. Pass auf. Du lebst dich erstmal ein und kommst dann später vorbei. Mal sehen, was ich finden kann. Okay. Alt, stopp, Clayton. Dr. Holden. Kann ich was für dich tun? Ja, die Synth-Gorillas. Erzähl mir mehr über diese Synth-Gorillas. Alles in allem waren sie ein Erfolg. Ihr Verhalten entspricht ungefähr dem, was wir aus unseren historischen Aufzeichnungen wissen. Leider gab es zu Beginn einige Rückschläge. Die Kreaturen können plötzlich aggressiv werden und sind ziemlich stark. Sie haben zwei ihrer Synth-Betreuer zerstört. Daher halten wir sie jetzt in einem isolierten Bereich, in dem wir sie sicher studieren können. Warum ausgerechnet Clayton. Gorillas? Schön, dich wiederzusehen. Ich meine, das sind faszinierende, tolle Tiere, aber... medizinische Betreuung? Du hast medizinische Betreuung erwähnt. Die brauche ich vielleicht gelegentlich. In diesem Fall solltest du dich bei Dr. Dean Volkert vorstellen. Er ist unser bester Biologe und dient uns außerdem als Institutsarzt. Dr. Volkert arbeitet in der Krankenstation. Ah. Geh einfach vorbei, falls es nötig wird. Bessere medizinische Betreuung findest du nirgendwo sonst im Commonwealth. Okay. Das kann ich dir versprechen. Sind das Vater und Sohn dann eventuell? Tut mir leid, aber ich bin zu beschäftigt für Plaudereien. Carlin. Entschuldigung, Doktor. Ja, ja, ich bin mir sicher, dass du was total Interessantes zu sagen hast, aber es passt gerade nicht. Arbeitest du an was? Oh, arbeitest du an was Wichtigem? Meine gesamte Arbeit ist wichtig. Also, wenn es das wäre, würde ich gerne wieder mit meinen Gleichungen weitermachen. Deswegen stehst du da auch die ganze Zeit, ne? Die sind schon ohne Störungen schwer genug. Mhm. Ein richtiger Charmeur. Wenn das ein Witz sein sollte, habe ich ihn nicht verstanden. Ich bin zu beschäftigt mit meinen Gleichungen. Und wenn es das war, werde ich mit ihnen weitermachen. Die neueste Synth-Generation ist erstaunlich. Direktor Holden scheint sehr von dir angetan zu sein. Widerstehe bitte dem Drang, die Exemplare im hydroponischen Garten zu essen. Den meisten fehlt die Geduld zur Beobachtung und Dokumentation von Pflanzenwachstum. Dr. Carlin? Hier legen wir die Saat für die Zukunft der Menschheit. Ja, er will wirklich nicht mehr. Achso, ich dachte... Wo ist er denn? Ist das Vaters Arbeit war sehr inspirierend für mich. Vaters Arbeit, ja. Brandon Volkert, wann bist du der Sohn? Liam versucht mir Robotik beizubringen. Es ist komplizierter, als ich gedacht hatte. Okay. Mehr scheine ich von denen hier nicht zu erfahren. Was haben wir denn da? Oh, jetzt möchte ich aber gerne die Pflanzen in der Hydroponik essen, wo er mir das verboten hat. Interessant. Und da ist zu, ne? Ja, logisch. Hier ist auch alles leer geräumt. Aber warum der Raum? So einige Räume ergeben da nicht wirklich Sinn. Biowissenschaftsterminal, was haben wir denn da Schönes? Entwicklung ZSI Phase 2. Gut, Warwick stand da eben gerade. Entwicklungstagebuch der Zoologischen Synth-Initiative Phase 2. Erste Überlegung. Was sollen wir erschaffen? Wir haben Kreaturen entwickelt, die in der Luft und auf dem Land leben. Der nächste logische Schritt wäre ein Meeresbewohner. Die größte Herausforderung ist nach wie vor das Erheben von Daten. Genaue Messungen, Verhaltensdaten, Lebenszyklus, Lebensraum und so weiter. Könnte Nahant etwas Brauchbares haben? Memo an selbst. Anfordern, dass ein Plündererteam in diesen Bereich verlegt wird. Welcher Meeresbewohner wäre also ein guter Kandidat? Fangen wir mit der Größe an. Nicht zu groß und nicht zu klein. Die vielversprechendsten Kandidaten: Gattung Delphinus, Gattung Carcharinus. Okay.
Okay. Der Lebensraum innerhalb der Anlage wird eine logistische Herausforderung. Vermutlich muss Biowissenschaft erweitert werden. Unter anderem mit großem Wasserbecken. Da müssen zahlreiche logistische Probleme berücksichtigt werden. Wahrscheinlich wird sich die Abteilung Anlagen sperren. Muss das als ersten Schritt eines größeren Plans verkaufen. Was könnte sonst noch in den aquatischen Lebensraum passen? Können wir da Nahrung anbauen? Welche anderweitigen Experimente könnten wir durchführen? Könnten wir Unterwassersyns für Bergungstätigkeiten auf dem Meeresgrund entwickeln? Wahrscheinlich zu weit hergeholt, muss noch daran arbeiten. Werde dieses Tagebuch fürs Erste ad acta legen und mich auf andere Prioritäten konzentrieren, bis mir mehr Gründe einfallen, warum uns der aquatische Lebensraum nutzen könnte. In der Zwischenzeit kann ich ja weiter Daten sammeln. Okay. Good Warwick-Initiative. Leitbilderklärung. Die Good Warwick-Initiative sollte Tests von genetisch veränderten Forschungsobjekten im einzigartigen Klima des Commonwealths erleichtern. So sollte die Wirkung von niedriger Strahlung auf das Wachstum und die Entwicklung der Objekte untersucht werden. Die gesamte Abteilung Biowissenschaft vertritt die folgende Hypothese. Durch die richtige Menge an Umgebungsstrahlung und Boden mit dem richtigen pH-Wert wird er etwa um das Good Warwick zu finden. Wie er etwa um das Good Warwick zu finden ist, werden unsere veränderten Samen schnell wachsen und die doppelte Größe erreichen. Das ist unsere Siedlung, Good Warwick. Projektumsetzung Stufe 1. Durch gentechnische Veränderung werden wir eine neue Sorte von Cucurbitaceae erschaffen, die ähnliche Eigenschaften wie die Sorte hat, die im Commonwealth angebaut wird. Stufe 2. Aufnahme von Roger Warwick, dem Patriarchen des Guts Warwick, und anschließendes intensives Verhör, um an alle Informationen über sein Leben und seine Familie zu kommen. Stufe 3. Mit den Informationen aus Stufe 2 wird ein Synth-Doppelgänger von Roger Warwick erschaffen und direkt auf dem Gut eingebettet, sodass die Einheit die Operation direkt überwachen kann. Das SEB wird die Logistik für diesen Teil der Initiative übernehmen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Okay. Stufe 4. Beginn der Lieferung von Prototypsamen zur Aussaat. Stufe 5. Beobachtungsdaten der eingebetteten Einheit werden abgeholt. Stufe 6. Wurden ausreichend Daten gesammelt, werden die Synth-Einheiten alle Samen für weitere Forschung zurückgeführt. Sämtliche Spuren der Initiative an der Oberfläche werden vernichtet. Was? Das ganze Vorgehen des Instituts, ne, geht mir so gegen den Strich. Und die wachsen wahrscheinlich hier damit auf, in dem Glauben, dass es alles seine Richtigkeit hat, dass das ethisch einwandfrei ist, was die hier machen. Was passiert denn mit den eingebehaltenen Originalen? Was ist mit Roger Warwick passiert? Und dann vernichten sie alles, um keine Spuren zu hinterlassen? Wollen sich aber komplett eigentlich nicht einmischen in die Oberfläche, sondern nur, wenn es zu ihrem Besten ist. Also autark leben die überhaupt nicht und sie brauchen die Oberfläche. Das heiße ich überhaupt nicht für gut. Geht gar nicht. Statusberichte. Proben. Ganz viele Proben. Auf jeden Fall bereit für Transport. Lieferung abgeschlossen. Erhalten. Abgeschlossen. Starten. Transport. Erhalten. Abgeschlossen. Proben werden Transport vernichtet. Okay. Bericht über aberrantes Verhalten. Direktor Holdren. Hier sind die Einzelheiten, die Sie zum aberranten Verhalten des Gorillas angefordert haben. Insgesamt wurden 16 Vorfälle erhöhter Aggressionen dokumentiert. Biowissenschaftsmitarbeiter, ich eingeschlossen, die diese Vorfälle beobachtet haben, würden die zur Schau gestellte Aggression als extrem und gefährlich einstufen. Insgesamt wurden 6 Synth-Tierpfleger durch Gorilla-Angriffe zerstört. Hinsichtlich des Auslösers dieser Verhaltensveränderung nehme ich an, dass es sich um eine Reaktion auf subjektiv empfundene Konflikte handelt. Mehrere Angriffe folgten auf lautstarke Streitgespräche in Hörweite des Geheges. Ein weiterer Vorfall trat kurz nach der letzten SEB-Sicherheitskontrolle auf. Ja, bei denen würde ich auch aggressiv werden. Es scheint eindeutig ein Fehler im Verhaltensmodell vorzuliegen. Ich bezweifle, dass dieser behoben werden kann. Ich weiß, dass sie dagegen sind, aber meiner Meinung nach müssen wir die Gorillas vernichten. Sollte dies nicht möglich sein, empfehle ich, dass sämtlicher Kontakt mit den Gorillas auf Synth-Einheiten beschränkt wird. Wir sollten unterbinden, dass Biowissenschaftsmitarbeiter mit ihnen in Kontakt kommen. Das Risiko ist einfach zu groß, Carlin. Okay, Zugriffsprotokolle anzeigen.
Holdren, Kategorie, Partei des Ehephase, Log in Volkart, Fütterungswartungsprotokoll, Holdren, TSI, Anmeldung, AO, zensiert. Haben wir das nicht schon öfter gelesen im Zusammenhang mit AO? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Bericht über aberrantes Verhalten, Lokalanmeldung, Kühleinheit ausgetauscht, Holdren, Terminus, Hauptdirektors Betreff, TSI-Phase. Okay. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. So schließt sich der Kreis wieder. Da sind wir wieder. Okay. Und dann war ja hier... Nein! Ich dachte, ich mache jetzt so eine Tür auf. Ja, so schnell geht das. Jetzt muss ich wieder zurück. Toll. Die Frage ist, können wir so wieder raus? Und wir haben, glaube ich, diesen Kantinenbereich noch nicht abgecheckt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal eben wieder zurück. Und haben uns auch in der Biowissenschaft noch nicht weiter umgeguckt. Es sei denn, auch da schließt sich dann gleich wieder der Kreis. Hattest du schon Zeit, dir meine letzten Berichte? Das ist hier. Alles klar. Okay. Gut, dann können wir tatsächlich zurückgehen. Das ist dann die komplette Biowissenschaft gewesen. Mit dem, einschließlich dem abgesperrten Bereich des FEV-Institut-Labors. Quentin lügt wie gedruckt. Wie soll er wissen, wie es an der Oberfläche ist? Er war doch noch nie da. Hey, Kleine. Hi, Miss. Du bist also Vaters Mutter. Aber er ist älter als du. Das ist komisch. Hallo. Danke, ich bin also nicht normal. Naja. Stimmt es, dass Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde? Das ist korrekt. Die habe Wenn ich ein Relais repariere, können wir sie nicht noch etwas behalten. Wenigstens ist mir nicht langweilig. Ich würde an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In der Zwischenzeit genießen Sie bitte unsere anderen nahrhaften und wohlschmeckenden Nahrungsergänzungen. Ich möchte Nahrungsergänzung 77. Es tut mir leid, Sir. Da kann der doch nichts für. Ergänzung ist nicht mehr verfügbar. Nutzlose Maschine. Hey, da kann der, das sind doch nichts dafür, ganz ruhig. Eiweiß, Fiber, Ballaststoffe, ne? Fett, Fleisch, Chicken, Bacon, Lettuce, Spinach, Brokkoli, Früchte, Fett, Erdnüsse, Butter, Eiscreme. Was? Grease, Schmiere, was? Ach, für die Sins eventuell? Weiß ich gar nicht. Essen die Schmiere? Das erinnert mich so an, sag mal schnell, an dieses rosa Zeug aus der Highschool. Nahrungsergänzungsmittel. Was sind das jetzt hier? Club der Toten Dichter oder was? Huch! Ich wollte gerade gucken, wer er ist. Schön, dich zu sehen. Die gehen uns alle viel zu sehr... Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Ernährungsanforderungen erfüllt werden. Danke. Was hast du? Was hast du vorrätig? Ich kann Ihnen eine Reihe nahrhafter und wohlschmeckender Nahrungsergänzungen anbieten. Ja, jetzt wäre mal gespannt. Nahrungsergänzung 7 ist wegen des pikanten Geschmacks beliebt. Nahrungsergänzung 91 ist neu im Angebot. Oder Soylent Green, das macht mich misstrauisch. Zeig mal, was du so hast. Instituts Flaschenwasser und Instituts Lebensmittelpaket. Das ist ja wahnsinnig lecker. Aber er hat ein bisschen Kohle. Kann ich irgendwo hier aufbereitetes Wasser? Das Cram kann ich dir verkaufen. Fleisch und Bohnen. Die bräuchten mal was Vernünftiges hier. Nein, ach. Aber wenn ich nicht weiß, was da drin ist, ich weiß nicht, ich könnte es nicht. Ich sage ja Soylent Green, ne? Es ist so. Ich könnte es nicht essen. Tut mir leid. Du kannst unter Wasser atmen mit einem Meierlerkuchen? Echt jetzt? Wow. Ich verkaufe dir mal sowas. Vielleicht könnte sowas ja gebrauchen. 200. Ein bisschen Ribeye vielleicht. Nein, Süßkuchen geht nicht. Süßkuchen kann ich euch nicht verkaufen. Habe ich noch irgendwas Kleines?
Bisschen Mais vielleicht. Gut, soll reichen. Alles klar. Aber die anderen Sachen brauche ich wirklich nicht. Sind keine Menschen, aber angeblich die Zukunft der Menschheit. Das werde ich nie verstehen. Dr. Hicks. Hier gibt es in letzter Zeit eine Menge Hybris. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn ich ein Relais repariere, fallen zwei weitere aus. Ja. Wenigstens ist mir nicht langweilig. Guten Tag. Aber wir haben Nahrungsprodukte vorrätig. Klingt so, als wenn das Institut unterschwellig doch schon ganz schön Probleme hat. Ne? Machen wir uns nichts vor. Und da oben war noch eine Wohneinheit, wo ich nicht auf dem Balkon gewesen bin. Warum war ich da nicht auf dem Balkon? Vielleicht liegt da auch irgendeine Zeitschrift oder sowas. Ich kann mal eben ganz kurz gucken. War das die hier? Oder war das die da drüber? Das kann sein. Quentin lügt wie gedruckt. Mann, du bist aber flott unterwegs. Ach, hier waren wir noch gar nicht drin. Ayo. Und hier? Ein Raumanzug. Ayo, Quartier Privatterminal. Na, da gucke ich doch gerne rein. Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren. Deaktiviert, die persönlichen Daten auf ihrem Terminal sind in Gefahr. Oh. Oh, jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen. Was war denn mit Ayo? Mit dem war doch irgendetwas, oder? Wir haben da schon ein paar Sachen zu gelesen, glaube ich. Genau, das war der, den wir nicht, noch nicht... Ja, aber da liegt nichts. Alles klar. Carlin. Oh, ich hätte... Aber ich musste gestern halt pausieren. Jetzt habe ich wieder eine Pause dazwischen gehabt und jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen, was mit Ayo gewesen ist. Okay. Jetzt haben wir aber, glaube ich, doch... Jetzt müssten wir aber alles aufgemacht haben. Ja. Also ich bin jetzt dafür, einfach mal zu gucken, ob wir hier wieder rauskommen. Lerne die Abteilungsleiter kennen. Und Dr. Lee haben wir noch nicht getroffen. Irgendwas fehlt noch, ne? Das können wir mal eben ausmachen. Das können wir mal eben anmachen. Wir haben noch nicht alles gesehen. Irgendwas habe ich übersehen. Advanced Systems. Waren wir da noch nicht drin? Es kann sein, dass das der Anfang gewesen ist, oder? Und ich bin bei 48 Minuten. Oh Mann, okay, ich sollte, oder ich müsste wieder an einem durch aufnehmen und dann wieder schneiden. Ich sag bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi.